Und daher hat der Islam auch das Verständnis der Sadaqa so weit ausgedehnt. Die Sadaqa, welche eine noble Handlung ist, sehr weit ausgedehnt, nicht nur basierend auf das Vermögen. In einem Hadith wird überliefert, dass eine Gruppe der Sahaba zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und sagten: Ya Rasulullah, dhahaba ahlu dhuthuri bil ujur. Die Vermögenden sind mit den Ujur fortgegangen. Ja, mit dem Lohn fortgegangen. Sie haben das begründet, sie sagten: Yusalluna kama nusalli, sie beten wie wir beten, wa yasumuna kama nasum, fasten wie wir fasten, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ja, hier kommt dann der Unterschied. Sie geben ihr überschüssiges Vermögen aus, ja, und wir nicht. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Alaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi. Hat denn Allah Ta'ala euch nicht auch etwas gegeben, das ihr als Almosen geben könnt, als Spende, Sadaqa geben könnt? Dann sagte er sagte, At-Tasbihatu Sadaqa. At-Tasbihatu Sadaqa. Der Tasbih, Allah Ta'ala zu preisen, ist ein Sadaqa. At-Takbiratu Sadaqa. Der Takbir. At-Tahmidatu Sadaqa. At-Tahlilatu Sadaqa. La ilaha illallah zu sagen. Amrun bil ma'ruf sadaqa. Das Gute zu gebieten ist eine sadaqa. Nahwa nahyun anil munkar sadaqa. Das Schlechte zu verbieten ist eine sadaqa. Wa fi bud'i ahadikum sadaqa. Selbst in eurem Verkehr mit euren Ehefrauen ist eine sadaqa. In einem anderen Hadith, ähnlicher Vorfall, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. Jeder einzelne Knochen, jedes einzelne Gelenk des Menschen, es geziemt sich für jeden einzelnen Knochen und jedes einzelne Gelenk an jedem Morgen eine Sadaqa zu entrichten. طيب. Das wäre, wenn hier die Sadaqa im Sinne des Geldes gemeint ist, wäre das reichlich viel geworden mit der Zeit. Aber er sagte: Ta'dilu bayna thnain sadaqa. Wenn du zwischen zwei gerecht bist oder in Gerechtigkeit entscheidest, ist das eine Sadaqa. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fa tahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu mata'ahu 'alayha sadaqa. Oder du hilfst jemandem beim Aufsteigen auf sein Reittier, oder du hilfst ihm beim Beladen seines Reittieres. Und dann sagt er: Wal kalimatu tayyiba sadaqa. Ein gutes Wort ist eine Sadaqa. Dann nannte er noch etwas, habe ich vergessen, aber auf jeden Fall, das zeigt, dass das Prinzip der Sadaqa nicht nur auf das Vermögen begrenzt ist.